Er gilt als einer der reichsten Männer in Saudi-Arabien, Prinz Al-Walid bin Talal. Mit seinem weltweiten Geschäftsimperium hat er Milliarden gemacht. Doch genau das wurde ihm nun offenbar zum Verhängnis. Er soll verhaftet worden sein. Genau wie 10 andere Prinzen und Dutzende Ex-Minister. Darunter der Leiter der Nationalgarde, der Kommandeur der Marine und der Wirtschaftsminister. Ihnen wird Korruption vorgeworfen. Zeitgleich zu deren Entlassung stärkt König Salman die Position von Kronprinz Mohammed. Er leitet fortan das neu geschaffene Antikorruptionskomitee. Erst vor wenigen Monaten wurde Mohammed von seinem Vater zum Thronfolger ernannt. Nun gilt der Kronprinz als treibende Kraft hinter den Personalentscheidungen in der Monarchie.